Hallo und herzlich willkommen zu Let's, nee, Quatsch, zu einer Commentary hier, ne, Kommentar. Ich, hab mal was hochgeladen für euch, wie ihr sicherlich sehen könnt, wenn ihr nicht blind seid, von der Xbox. Ja, und zwar, gibt ja so ein Spiel, das heißt Modern Warfare 3, das kam, wann kam das raus? Ja, das kam schon vor einer ganzen Weile raus. Ich hab's auch schon seit einer ganzen Weile und, habe jetzt herausgefunden, wie ich euch mein Gameplay geben kann. Und zwar ist das ein bisschen kompliziert, aber ich bin sicher, eure angestrengten Köpfchen werden das schon hinkriegen können. Ne, also so kompliziert und trotzdem kombinieren und so. Also ein Freund von mir, nämlich der Ghost Sniper, auf YouTube zu finden unter IST Let's Player, Link ist in der Beschreibung, der war so lieb, mein Gameplay, das ich im CHR-Mode aufgenommen und dann in meine Online-Vault hochgeladen habe, war so lieb, das mit seinem Dazzle aufzunehmen und mir dann zu schicken. Dafür nochmal riesen Dank an dich. Selbst kann ich nicht aufnehmen, weil ich kein Dazzle oder kein HD-PVR, also HD Personal Video Recorder habe. Und ich auch nicht weiß, ob ich das hier so einrichten könnte, weil ich spiele ja Xbox auf meinem PC-Monitor. Und bei meinen Nachforschungen hat sich ergeben, dass das wohl ein bisschen sehr viel übelst komplizierter ist, als wenn man auf dem TV, also TV-Monitor, spielen würde. So, so viel dazu. Also er hat mir das Video aufgenommen und geschickt, ich habe es aber gespielt, ne? Und mein Spiel ist übrigens in Englisch und seins ist in Deutsch, deswegen ist das Video halt auch in Deutsch, ne, ist irgendwie logisch. Und dies hier ist kein besonders gutes Gameplay, aber es ist mein erstes Spiel, das ich je in Modern Warfare 3 gespielt habe. Also nicht wirklich, mein erstes Spiel ist ein Spec Ops Spiel, aber ich glaube nicht, dass ihr das sehen wollt. War auch Einzelspiel, ist also langweilig. Das ist also hier, ne, das erste Spiel, das ich hier im Multiplayer gespielt habe. Und ja, es war nicht sehr gut, aber ich habe ein viel, viel besseres, ein 39:7 Kill Confirmed auf Carbon, das ich vielleicht hochladen werde. Ich muss erstmal gucken, wie hier die Response auf Englisch, die, ja, wie nennt man das auf Deutsch? Naja, halt wie das Video bei euch ankommt, wenn es genug Views hat, also viele Views, hier schön viele Leute gucken das und schreiben Kommis, dann lade ich auch noch das 39:7 Gameplay hier hoch, weil eigentlich hatte ich vor, dieses Gameplay auf meinem Zweit-Channel Mania Commentary, also auf meinem eigentlichen Gameplay-Channel, der auch eigentlich für sowas da ist, hochzuladen, habe mich aber dann hierfür entschieden, weil ich, wie gesagt, gucken wollte, wie das Video bei euch ankommt. Wenn es nicht so gut ankommt, dann werde ich in Zukunft auf Mania Commentary hochladen. Aber, ja, was aber eigentlich? Ich habe schon wieder Faden verloren. Ich bin wirklich ein Held. Nein, aber... Nee, ich habe jetzt echt Faden verloren. Ich kann dagegen nichts machen. Es tut mir leid, Leute. Ich muss das Video abbrechen. Nein, Quatsch. Womit spiele ich eigentlich? Ich spiele mit der Standardklasse hier, mit der G36. Ich glaube, das ist der, die Assault-Klasse oder so, oder? Die Sturmklasse? Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Wie gesagt, ich habe das Spiel auf Englisch. Das war auch toll. Ach ja, genau. Ich kann vielleicht mal ein bisschen complainen hier. Ein bisschen mich beschweren. Und zwar, was finde ich alles in diesem Spiel nicht gut? Oder sagen wir erstmal, was ich gut finde. Ne, das sollte man vielleicht zuerst machen. Das könnte sein. Oder eigentlich sollte man zuerst das Schlechte sagen, weil dann kommt das Gute besser an. Aber ist egal, ich sag zuerst das Gute, weil Reihenfolge und so. Ich will ja A, bei A, ja, A bis C und so, also. Ne, was laber ich hier eigentlich? Auf jeden Fall, was ich gut finde, ja. Noobtubes sind nicht mehr so stark. Es gibt kein One-Man-Army mehr. Und kein Danger Close. Dafür gibt's jetzt ein Blast Shield. Also, halt, Deckung, Verteidigung gegen Explosionen. Was ich gut finde, wenn es nicht den zweiten Slot ersetzen würde, der ja... Warte mal, da war ich hier überhaupt richtig? Der ja für schnelles Aimen ist. So hier, schnell ADSen. Ich weiß es gar nicht. Ich so lange spiele ich das Spiel noch, um genau zu wissen, auf welchem Slot welche Perks sind. Auf jeden Fall...
Ja, das finde ich gut, dass Noobtubes nicht mehr so stark sind. Was ich scheiße finde, dass es Noobtubes immer noch gibt. Ich weiß nicht, was Infinity Ward damit bewirken will. Ich wurde schon ein paar Mal von Noobtubes getötet, was mich auch sehr aufregt. Hier ist übrigens ein tolles Beispiel. Auch wenn man vom Teufel spricht, ne? Ja, hier Noobtube, schön. Wurde schon getötet. In meinem ersten Spiel, das ich je gespielt habe. Das ist vertrauenserweckend. Nee, aber so oft wird man echt nicht mehr genoobtubed. Aber man wird noch genoobtubed. Das darf man nicht verwechseln. Das ist scheiße. Versteht das nicht? Ich verstehe die nicht von Infinity Ward, die Leute. Warum machen die das? Warum lassen die Noobtubes nicht einfach komplett raus? Na egal, wir werden es nie erfahren. Was finde ich sonst noch gut? Ja, es gibt kein Kommando mehr. Das ist so eine Sache, weil eigentlich hat man Kommando immer noch von Standard an. Weil meine Hauptbeschwerde war ja das Knifen insgesamt und nicht nur Kommando, dass man eine zu große Reichweite hat beim Knifen. Weil das Knifen ist einfach nur overpowered. In Battlefield 3 hat man es perfekt gelöst. Da kann man, naja, perfekt nicht unbedingt, ist ein bisschen verbuggt, das Knifen-System in Battlefield 3, aber da ist, wenn man jemanden von der Seite knift oder von hinten, nur dann kann man ihn knifen und dann ist da eine Animation, die braucht ein bisschen und währenddessen ist man völlig schutzlos und kann angegriffen werden. Und in diesem Spiel ist es halt so, dass man Gegner auch von vorne knifen kann und halt auch von hinten, von allen Seiten kann man Gegner knifen und man ist alles andere als schutzlos. Also, man ist schon schutzlos, aber nur für, keine Ahnung, ein, zwei Sekunden. Und das finde ich scheiße. Außerdem ist es ein One-Hit-Kill. Und ja, Knifen, One-Hit-Kill. Du musst einfach nur nah genug am Gegner sein, dann kannst du den sofort töten. Das finde ich sehr, sehr langweilig. Was gibt's sonst? Was gibt's sonst? Ja, es gibt nicht mehr so overpowerte Waffen, habe ich festgestellt. Ich habe mich eigentlich noch nicht über irgendeine bestimmte Waffe aufgeregt. Ich weiß, dass die G18 gibt, aber ich glaube, die wurde stark verschlechtert, weil ich wurde eigentlich noch nie von der G18 getötet, da ich das Spiel angefangen habe zu spielen. Und ja, das finde ich gut, dass es keine overpowered Waffen mehr gibt. Kann natürlich sein, dass sich das noch ändert. Ich habe gehört, diese Type 9, Type 59 oder wie die heißt, diese FAMAS-Waffe, die Dreier-Schuss, die soll ein bisschen zu stark sein, aber ehrlich gesagt kann ich mich dem nicht anschließen. Ich wurde nur ein paar Mal von der Waffe getötet und fand sie ehrlich gesagt nicht zu stark. So, dann jetzt, was ich schlecht finde, oder gibt's noch was, was ich gut finde? Ja, was ich schlecht finde, ist auf jeden Fall Sniper. Ja, ich bin ja der Meinung, dass Scharfschützengewehre aus der Call of Duty Serie rausgenommen werden sollten, speziell in Modern Warfare 3. Ganz einfach deswegen, weil sie einfach zu overpowered sind. Eigentlich jeder, auf den ich bisher getroffen habe, der eine Sniperwaffe benutzt hat, der hat auch gecampt. Deswegen regen Scharfschützengewehre zum Campen an. Und sie sind einfach viel zu stark. Also ein Schuss tötet einen meistens. Und wenn man dann auch noch campen kann und die Waffe gleichzeitig benutzen kann, sie so stark ist, dann ist aus. Habt ihr verkackt, Leute. Vor allem ist die Barrett 50 Cal, ich glaube, die hat man am Anfang schon freigeschaltet, die stärkste Sniperwaffe, die tötet immer in einem Schuss. Und danach schaltet man zwar noch mehr Waffen frei, aber die sind eigentlich ziemlich sinnlos, weil halt die Barrett 50 Cal semi-automatic ist und halt eben total stark. Also ich verstehe die nicht. Wie gesagt, ich finde, Scharfschützengewehre sollten einfach rausgenommen werden aus Call of Duty. Die passen überhaupt nicht hier rein. Battlefield ist ein Spiel, wo es offen ist, wo Scharfschützengewehre mehr Sinn machen, weil Scharfschützengewehre auf große Distanz nur sinnvoll sind und man damit eben auch campen kann, auch wenn das, naja, nicht unbedingt toll ist, aber in diesem Spiel sind einfach total unpassend, weil es in diesem Spiel nur kleine Maps gibt und Scharfschützengewehre sind eben nicht für kleine Distanz gemacht, aber sie funktionieren auf kleine Distanz in diesem Spiel. Und wie gesagt, Leute campen damit und dieses Spiel ist kein Spiel, in dem man campen sollte. Da ist Battlefield schon eher geeignet. So, und dann, ach ja, das mit den Noobtubes habe ich ja schon gesagt. Was ich auch noch scheiße finde, ist das neue Killstreak-System. Erstens hat das versprochen, dass es weniger zum Campen anregt. Ich merke davon nichts. Kills rewarden einen immer noch mit Killstreak Rewards. Und ja, man kann zwar Ziele einnehmen und sowas, aber ich meine, wer macht das schon, wenn man einfach in der Ecke sitzen kann, campen kann und Leute abschießen kann? Also das verstehe ich nicht, was Infinity Ward damit bewirken wollte.
Außerdem finde ich es scheiße, dass es eben so viele Killstreaks gibt. Nicht, weil es irgendwie imbalanced wäre oder schlecht oder so, sondern einfach, weil es total unübersichtlich ist. Ich steige da überhaupt nicht mehr hinter. Und das Schlimmste ist ja, wenn du einen Killstreak Reward änderst, musst du das direkt für alle deine Waffen auch ändern. Das finde ich ein bisschen scheiße. Und ja, gibt's sonst schon, das war's eigentlich schon, was ich so nicht so toll finde, was ich so toll finde. Also das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Wie Modern Warfare 2. Ich weiß noch nicht, ob ich es besser finde wie Modern Warfare 2. Es fühlt sich eher wie eine Mischung aus Modern Warfare 2 und Black Ops an. Und Black Ops war ja nur ein scheiß Spiel, wenn ich das mal so sagen darf. Ich denke mal, keiner fand das gut. Außer ein paar Nerds halt. Naja, deswegen weiß ich noch nicht ganz, ob ich es besser finde wie Modern Warfare 2. Aber auf jeden Fall macht es mehr Spaß, definitiv viel mehr Spaß als Black Ops. Und ja, das ist ja gut, ne? Den Spec Ops Modus finde ich auch gut, auch wenn ich ihm noch bisher noch nicht sehr viel abgewinnen kann. Also der Zombie-Modus in Black Ops war da schon vielversprechender. Aber ansonsten, der Multiplayer ist bisher ganz in Ordnung. Wie gesagt, ich habe da noch so ein Spiel, 39:7. Das habe ich schon mal gesagt, wer es schon vergessen hat, ist schlecht. Was ich wohl noch uploaden werde, wenn das Spiel gute Antworten bekommt, also... Ne? Dann bis dann, Leute.